Ja, du und herzlich willkommen. Ich mache heute ein Blitzrezept. Also Blitzrezept heißt in der Zubereitung vom Milchreis quasi, dass ich alles zusammen in einen Topf gebe, dann die Alufolie drauf tue, das Ganze einfach so wie es ist in den Ofen gebe und durchgaren lasse. Dazu habe ich einmal Biomilchreis, Milch, 100 Gramm Zucker und eine Tasse zum Abmessen. Genau, dann fangen wir gleich mal an. Als allererstes durch den Ofen auf höchste Stufe vorheizen. Von der Zubereitung her nehme ich einfach die 100 Gramm Zucker, gebe die schon mal in den Topf rein, nehme den Mess, also die Tasse, mache die einmal voll, gebe das rein, mache den zweites Mal voll, gebe das rein. Und gibt pro Tasse 3 Tassen Milch dazu. Das heißt, ich brauche jetzt 6 Tassen Milch. Mal einmal auf. Einmal. Zweimal. Dreimal. Ah, brauchen wir noch ein bisschen mehr. Viermal. Fünfmal. Und noch eine. Ja, reicht gut. So. 6 Tassen Milch auf 2 Tassen Reis, also Milchreis speziell. Hier einen Löffel. Das Ganze tue ich einmal ordentlich durch vermengen. So, sich alles schon verteilt. Ja, es reicht schon. Dann nehme ich die Alufolie, decke das einmal komplett ab. Wie gesagt, einen feuerfesten Topf. Griffe sind feuerfest. Das Ganze geht jetzt für eine komplette Stunde in den Ofen. Der Milchreis ist jetzt auf der mittleren, etwas weiter oberen Schiene im Ofen und bleibt jetzt für eine komplette Stunde im Ofen drin. In der Zwischenzeit, wo der Milchreis quasi im Ofen durchgart, habe ich noch ein paar Früchte. Ich habe letztens einen Obstsalat gemacht. Da habe ich noch 3 Bananen und ein paar Orangen und ein paar Pfirsiche übrig. Und ich habe noch 50 Gramm Zucker. Das Ganze schneide ich klein und werde es im Zuge karamellisieren. Das Obst habe ich schon mal geschält und geputzt und so weiter. Hier habe ich schon mal eine Pfanne, die Herdplatte ist auf an, auf höchste Stufe. Ich gebe den Zucker einfach rein, gebe etwas Wasser dazu. Das Ganze lasse ich gut vermengen und bringe den Zucker quasi zum Kochen und dann zum Karamellisieren. Und in der Zwischenzeit schneide ich es schon mal grob klein. Der Zucker kocht und wenn er gold, also karamellisiert, bernsteinfarben wird, gebe ich dann das klein geschnittene Gemüse dazu. Der Zucker karamellisiert hier schon an der Seite nicht rein lang. Das ist wirklich sehr, sehr heiß. Also der karamellisiert jetzt richtig schön. Nimm einfach das Obst. Voilà. Und gib das dann dazu. Ja. Kannst du auch nicht schwenken. Oder? Ja. Ja. Die Herdplatte einfach ausschalten und stehen lassen. Wie man sieht, das Obst köchelt jetzt richtig schön vor sich hin mit der Restwärme. Ich lasse es einfach so stehen und werde es dann zum Schluss mit dem Milchreis dekorieren. Nach etwas über einer Stunde, also eine Stunde und ja, so 10 Minuten, nehme ich jetzt den Milchreis auf den Ofen und tue ihn dann oben auf den Herd natürlich vorsichtig mit Backhandschuhen. Das ist wie gesagt sehr, sehr heiß. Also ganz, ganz vorsichtig rausnehmen. Da ist absolute Verbrennungsgefahr. Der Milchreis wird jetzt mit einem Löffel quasi gelockert. Also er kommt jetzt schon so langsam. Er braucht noch ein bisschen länger. So, dass wir das mal alles schön aufgelockert.
Na? Die Alufolie, die habe ich jetzt schon mal runtergetan, die bleibt jetzt auch unten. Ne? So, einmal gut durchrühren. Genau, das Ganze geht jetzt noch mal für eine halbe Stunde ohne Alufolie zum Restgaren in den Ofen. Der Micha ist jetzt im Ofen und darf noch mal, ja, für eine gute halbe Stunde zu Rest, also zu Ende garen. Nach ca. 20-25 Minuten nehme ich den Milchreis raus. Man sieht auch die oberste Schicht, die hat ordentlich Farbe gekriegt, deswegen muss es auch in der ersten Stunde abgedeckt sein. Das würde sonst komplett verbrennen. Das nehme ich jetzt raus und die oberste Schicht, die trage ich quasi einmal ab. Den Milchreis habe ich rausgenommen, ich habe einen Teller bereitgestellt. Ich nehme jetzt quasi hier die oberste Schicht, die lässt sich sehr gut abnehmen. Wie gesagt, in den letzten halben, ja, 25 Minuten kann man das ruhig ohne Aluminiumfolie machen. Würde man das komplett ohne Aluminiumfolie machen, würde es komplett verbrennen. Genau, das Ganze tue ich nochmal kurz durchrühren. So, dass sich das nochmal ordentlich verteilt. So, einmal richtig schön durchrühren. Genau, und lass das mal ca. 5 Minuten durchziehen. Der Milchreis ist jetzt nach 5 Minuten gut durchgezogen. Ich werde jetzt mit dem Obst alles gemeinsam in 3 Schüsseln anrichten. Den Milchreis habe ich jetzt schön verteilt. Ich nehme jetzt einfach von dem Gemüse, das wir nur kurz durchwenden. Wie gesagt, das ist jetzt in der ganzen Zeit durchgezogen. Genau, verteile ich dann schön. So. Genau. Damit ist das komplette Gericht fertig. Ich wünsche euch wieder ganz, ganz viel Spaß beim Nachkochen. Wie gesagt, es ist ein Witzke-Rezept, also in der Zubereitung ist es sehr, sehr schnell. In der Garzeit dauert es natürlich ein bisschen länger, aber man kann es ja nebenbei gut vorbereiten und dann einfach im Ofen garen lassen. Ja, dann wieder ganz, ganz viel Spaß beim Nachkochen. Dann bis zum nächsten Mal, liebe Grüße, euer Daniel. Tschüss!